Lockstep. Gleichschritt. 2012 schlug endlich die Pandemie ein, mit der die Welt seit Jahren gerechnet hatte. Im Gegensatz zu H1N1 aus dem Jahr 2009 war dieser neue Influenza-Stamm extrem virulent und tödlich. Selbst die am besten auf Pandemien vorbereiteten Nationen waren schnell überwältigt. Als der Virus sich weltweit ausbreitete, fast 20% der Weltbevölkerung infizierte und 8 Millionen Menschen tötete in nur 7 Monaten. Die meisten davon gesunde, junge Erwachsene. Die Pandemie hatte auch tödliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die internationale Mobilität von Menschen und Gütern kam zum Stillstand, schwächte Industrien wie den Tourismus und brach die globalen Lieferketten. Selbst vor Ort standen normalerweise stark frequentierte Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Mitarbeiter und ohne Kunden. Die Pandemie bedeckte den Planeten. Ein paar Ländern erging es jedoch besser, insbesondere China. Die rasche Einführung und Durchsetzung der obligatorischen Quarantäne für alle Bürger durch die chinesische Regierung sowie die sofortige und nahezu hermetische Abschottung aller Grenzen haben Millionen von Menschenleben gerettet, die Ausbreitung des Virus weit früher als in anderen Ländern gestoppt und eine schnellere Erholung nach der Pandemie ermöglicht. Während der Pandemie haben nationale Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt ihre Autorität gestärkt und wasserdichte Regeln und Beschränkungen auferlegt. Vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten. Selbst nach dem Ende der Pandemie blieb diese autoritärere Kontrolle und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und verstärkte sich sogar. Um sich vor der Ausbreitung zunehmend globaler Probleme zu schützen, von Pandemien und transnationalem Terrorismus bis hin zu Umweltkrisen und zunehmender Armut, haben die Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt die Macht fester in den Griff genommen. Zunächst fand die Vorstellung einer kontrollierten Welt breite Akzeptanz und Zustimmung. Die Bürger gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität und ihrer Privatsphäre an paternalistischere Staaten ab, um mehr Sicherheit und Stabilität zu erreichen. Die Bürger waren toleranter und sogar eifriger in Bezug auf die Richtung und Kontrolle von oben nach unten. Und die Staats- und Regierungschefs hatten mehr Spielraum, um Ordnung in der Weise zu schaffen, wie sie es für richtig hielten. In den Industrieländern nahm diese verstärkte Aufsicht viele Formen an. Zum Beispiel biometrische Ausweise für alle Bürger und eine strengere Regulierung der Schlüsselindustrien, deren Stabilität als entscheidend für die nationalen Interessen angesehen wurde. In vielen Industrieländern stellte die erzwungene Kooperation mit einer Reihe neuer Vorschriften und Vereinbarungen langsam, aber stetig die Ordnung und vor allem das Wirtschaftswachstum wieder her. In den Industrieländern behinderte das Vorhandensein so vieler Top-Down-Regeln und Normen die unternehmerische Tätigkeit stark. Wissenschaftler und Innovatoren wurden oft von Regierungen angewiesen, welche Forschungslinien und Gebiete sie verfolgen sollten. Und sie wurden hauptsächlich zu Projekten geführt, die Geld machten. Zum Beispiel marktorientierte Produktentwicklung oder sichere Wetten waren,
zum Beispiel Grundlagenforschung, wohingegen riskantere oder innovativere Forschungsgebiete weitgehend unerschlossen blieben. Wohlhabende Länder und monopolistische Unternehmen dagegen mit großen Forschungs- und Entwicklungsbudgets machten immer noch bedeutende Fortschritte, aber das geistige Eigentum hinter ihren Durchbrüchen blieb strikt hinter einem strengen nationalen Interesse oder hinter Unternehmensschutz verschlossen. Bis 2025 schienen die Menschen der Kontrolle von oben nach unten müde zu werden und es den Führern und Behörden weiter zu erlauben, Entscheidungen für sie zu treffen. Überall dort, wo nationale Interessen mit individuellen Interessen kollidierten, gab es Konflikte. Sporadische Widerstände wurden zunehmend organisiert und koordiniert, da unzufriedene Jugendliche und Menschen, die ihren Status und ihre Chancen verloren hatten, zu Unruhe führten. Sogar diejenigen, die die größere Stabilität und Vorhersehbarkeit dieser Welt mochten, begannen sich unangenehm und eingeschränkt zu fühlen durch so viele strenge Regeln und die Strenge der nationalen Grenzen. Das Gefühl hielt an, dass früher oder später etwas die neue Ordnung, an deren Aufbau die Regierungen der Welt so hart gearbeitet hatten, unweigerlich stören würde.
Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.